schon schief gehen. Keine Chance. So, ich hab die Kontrolle wieder. Wir sind bald da. Du hast nicht zufällig was zum Umziehen dabei, oder? Ja, klar. Super. Im Flugzeug. Nicht super. Der Damm da. Fahren wir durchs Schleusentor. Mal los. Nee, das klappt nicht. Ist blockiert. Okay, ich versuche das andere. Hinter Tür Nummer 2. Das hier scheint zu gehen. Gut gemacht. Alles gut. Wie kommen wir darüber? Zu viel Schlamm. Ich muss außen rum. Hey, vielleicht kommen wir da hoch. Gute Idee. Wart's ab. Festhalten. Ach, geschafft. Hey, du klingst überrascht. Vielleicht ein bisschen. Wir sind oben.
wohl gewohnt hat? Bestimmt der Aufzug-Wärter-Typ. Der Aufzugswärter-Typ? Hey, auch Piraten haben Sicherheitsstandards, weißt du? Okay. Hm. Sie wussten wohl, dass eine große Sache im Gange war. Stehen die Chancen, dass der Aufzug geht? Ah, bis jetzt waren es 2 von 2. Ja, das heißt, das nächste Desaster steht an. Das Wasserrad läuft. Ein gutes Zeichen. Hey, kannst du mir helfen? Halt's hoch! Hol den Wagen! Okay, wenn das mal gut geht. Von 3. Einfach wunderbar, die Piratentechnik. Wow. Wie auf einer Postkarte. Ja, Libertaria. Wunderschöne Landschaft. Und Schießereien auf Leben und Tod. Wieso hast du deine Meinung geändert? Hm? Na, du wärst fast nicht zurückgekommen. Na, sollte ich abhauen, während du bis zum Hals drin steckst? Und weißt du, dann war da noch dieses Ehegelübde. In guten wie schlechten. Ja. In guten wie schlechten. Hier. Oh, los, hilf mir mal.
Klar. Okay. Okay. Weißt du, selbst wenn du glaubst, mich damit zu schützen, hast du kein Recht, mich so auszuschließen. Worum es auch gehen mag, wir sollten darüber reden und uns darum kümmern. Gemeinsam. Als Team. Ich weiß. Wirklich, es ist nur... Weißt du was? Konzentrieren wir uns. Das hat bis später Zeit. Nächster Halt, New Devon. Wir sind hier, Sully. Wo bist du? Noch in der Luft. Ein paar Shoreline-Fahrzeuge sind unterwegs nach Norden. Werden wir wohl bald sehen. Ist euch bald soweit gut? Es gab ein paar Probleme, aber soweit so gut. Okay, gut. Meldet euch, ja? Ich bin immer gern auf dem Laufenden, okay? Wir versuchen es. Over und out. Über die Brücke rüber. Gut festhalten. Verdammt! Dreh um, wir fahren zum Wasserfall. Ich kann nicht. Die Strömung ist zu stark. Macht sich bereit. Nate? Festhalten! Nate! Da, wir können die Felsen hochklettern. Okay. Los, los! Geschafft! Hallo! Wasserfall! Wasserfall! Okay! Bin okay! Der Baum ist nicht okay! Komm schon! Hier drüben, schnell! Viel zum Wagen. Ja. Komm. Ich wollte dich nicht schützen. Es ist nur, ich habe geschworen, dass Schluss ist mit diesem Leben. Das haben wir beide. Ich habe den Schwur gebrochen. Ich habe nichts gesagt, weil ich hatte Angst. Angst wovor? Dich zu verlieren. Ich schätze, ich wollte mich selbst schützen. Verstehst du? Wir haben noch eine weite Strecke vor uns. Ja. Wir sollten weiter. Ja. Hier lang. Thank you.
Zumindest sind wir auf der richtigen Flussseite. Ja, das wäre übel. Idee. Also, wie kommen wir da hoch? Avery hat sich eine schöne Insel ausgesucht. Vielleicht machen wir hier mal Urlaub, was? Ja, vielleicht. Ganz allein hier? Tja, Ruhe in Frieden, Piratenfreund. Yeah.
Kleidern nach sind das Siedler. Vielleicht gab es einen Kampf? Nein, das glaube ich nicht. Sieh dir ihre Positionen an. Ja, du hast recht. Sie wurden gestapelt oder einfach gegen die Wände gelehnt. Sie waren schon tot, als man sie hergebracht hat. Das ist ein Massengrab, Nate. Hallo? Wer ist das? Sieh dir das Schild an. Verräter, einer der Rebellen. Eine schlimme Art zu sterben. Hier ist noch einer. Sorry, Kumpel. Nicht böse gemeint. Oh mein Gott. So kann man eine Rebellion natürlich auch niederschlagen. Ich frage mich, ob das die ganze Zeit geplant war. Was? Die Siedler alle umzubringen? Nein. Sie herzulocken in der Hoffnung auf einen Truppen. Um ihnen dann alles wegzunehmen, was sie haben. Wir haben es ja auch mit Piraten zu tun. Aber das ist ziemlich diabolisch. Selbst für Piraten. Kurz deine Hilfe. Die Dinger sehen nicht stabil aus. Sind sie nicht. Sei vorsichtig. Verzeihung. Komm hoch. Alles klar? Ja. Wow. Willkommen auf Averys Landsitz. Wirklich schön hier. Mal abgesehen von den ganzen Baumängeln und Wasserschäden. Ganz klar Abwasserprobleme. Der Traum eines jeden Heimwerkers. Okay, also... Offenbar hat jemand den Damm da gesprengt und alles unter Wasser gesetzt. Ich hatte es vergessen. Wie gut du bist. Okay, und welches meinst du ist Averys? Ich tippe auf das da. Dass das noch intakt ist. Oh.
Du bist auch nicht schlecht. Ja, ach, ich hatte ein bisschen Übung, habe ein paar Bücher gelesen. Mist! Was? Was? Die Haustür. Sam. Er lebt noch. Ja, noch. Na los. Okay, halt die Augen nach Shoreline-Typen auf. Ja. Lass mal gut geht. Ups. Alles okay? Ja. Als Sally mir von diesem Ort erzählt hat, habe ich mir Holz oder höchstens einfache Häuser vorgestellt. Ja. Hier durch. Vorsicht, Kopf. Den konnte jemand nicht ausstehen. Oh, noch eine alte Notiz. Drache. Wir sind in Christopher Condons Haus. Scheiße, Schock. Elena, runter. Ich sehe sie. Drake gibt sich nicht kampflos geschlagen. Versuch's doch. Wir sind bereit. Ich bin bereit. Das habe ich mir bestimmt nicht. Erledige sie! Oh oh!
Super! Verdammt! Ich glaube, das war's. Bist du okay? Ja. Gehen wir weiter. Vielleicht durch diese Höhle. Ja, sehen wir nach. Vielleicht gibt es einen Weg unter Wasser. Hey, hier ist was. Adressiert an Richard Ward. Gezeichnet Adam Baldridge. Aber es ist zu hoch, auch für eine Räuberleiter. Erfrischt. Vorsicht da unten! Nein, ich wollte nur ein Gentleman sein. Ich will dich nur ein bisschen ärgern. Ja, aber Ärger hatte ich eigentlich so schon genug. Vielen Dank.
okay? Ja. Mir geht's gut. Und dir? Okay. Ja, wieder nass, müde, angeschlagen, ein bisschen hungrig. Bitte was essen. Aber sonst geht's mir gut. Ja. Okay, na los, gehen wir weiter. Los, versuchen wir durchs Haus zu kommen. Ja, ich bin direkt hinter dir. Genug hätten sie ja gehabt. Aber du glaubst nicht, dass sie es war. Ich finde es nur seltsam, dass alle Häuser unter Wasser stehen, außer einem. Ravens. Ganz genau. Na, sieh mal an. Wunderschön. Was ist das? Verdammt, ist ja wie ein Herr der Fliegen hier. Was du nicht sagst. Kanonen wurden anscheinend nachgerüstet. Ja, improvisierte Verteidigung. Sie hatten wohl nicht erwartet, gegeneinander zu kämpfen. Wohl nicht. Oh, schöner Wasserfall. Da heißt es wohl wieder schwimmen. Hey Nate, da drüben könnte ein Ausgang sein. Du hast recht. Wow, wow. Die Strömung ist stark.
runter. Toll, danke. Okay. Gern geschehen. Danke. Du bist ein tolles Gegengewicht. Ich meine... Ich nehme es mal an, komm. Solltest du auch. Etwas Wasser geschluckt. Geschafft. Ich finde einen Weg für dich. Das sollte gehen. Okay, weg da! Bitte! Okay, gut. Räumen wir das aus dem Weg. Ja. Okay. Sieh mal. Thomas Tews Siegel. Wir sind also in seinem Haus. Der zweite Mann. Wir arbeiten uns nach oben. Großer Gott. Na, willkommen auf der Party. Wir sind wohl ein bisschen spät. Hey, Nate. Sieh mal hier. Da ist noch ein Siegel. Oh mein Gott. Was? Sie sind's. Eleanor, diese Piraten sind die Gründer von Libertalia. Was zur Hölle ist hier passiert? Ich bin keine Pathologin, aber ich würde sagen... miese Drinks? Sieht so aus. Also was war das? So eine Art von reiche Piraten-Selbstmordkult? Nein, wohl kaum. Nicht diese Kerle. Im Namen von Lord Avery lade ich euch in mein Haus ein, morgen bei Sonnenuntergang. Die Zeit ist reif, um unsere Feindschaft zu begraben und uns zu vereinigen unter dem Banner Gottes und der Freiheit. Gezeichnet Thomas Tew. Wollen wir wetten? Thomas Tew, Henry Avery. Die Gastgeber haben sich wohl vorzeitig verabschiedet. Das war aber nicht sehr freundlich von ihm. Okay, also. Diese Kerle entfachen eine ausgewachsene Revolte, als sie den Schatz für sich beanspruchen. Mit den Siedlern werden sie fertig, aber sie kämpfen auch noch gegeneinander. Und ich schätze, es wurde ungemütlich. Gut, Avery und Tew laden sie hierher ein. Und, wie war das? Feindschaften zu begraben. Um Feindschaften zu begraben. Avery, erhebt sein Glas. Für Gott und die Freiheit. Ahoi, Matrosen und so. Und sie alle trinken. Außer die beiden. Und einfach so.
sind alle Schätze von Libertalia im alleinigen Besitz zweier Männer. Das sind die größten Piraten der Geschichte. Und sie alle starben in einem Moment. Genau an diesem Tisch. Echt unglaublich. Ja. Es tut mir leid, tut mir leid. Ist okay. Tja, da unsere Gastgeber nicht mehr hier in Tus Haus sind. Besuchen wir doch mal Avery. Ja. Gehen wir. So, für die Nachwelt. Fragt, wo wir heute wären, wenn wir uns anders entschieden hätten? Komm! Nein. Mir gefällt unser Leben. Komm hier rauf! Ich bin ein Mann des Glücks und ich muss mein Glück suchen. Ganeshas Stoßzahn. Historiker glaubten, er sei ein Symbol der Macht und Überlegenheit, aber... Libertalia. Das lange verschollene legendäre Piraten-Utopia. Der größte Piratenschatz aller Zeiten ist zum Greifen nah. Benimm der Steuer! Was? Bist du jetzt völlig wahrscheinlich? Oh, Mist, Mist, Mist! Weißt du was, Nate? Hinter all dieser Angeberei steckt nur ein trauriger kleiner Junge. Mit ernsthaften Größen. Ihr riskiert euer Leben und wofür? Bringen wir es zu Ende. Wie lange jagen wir diesen Traum schon? Du und ich.